Ja, hallo, wir sind in Westerstede. Wir sind zu Gast bei dem Gestüt Brune. Mitten unter den Youngstern des Gestütes und natürlich auch die Hausherrin in der Nähe. Hallo Bernadette. Hi Kim. Sehr schön, dass wir bei euch sein dürfen. Freu mich. Bevor wir uns diesen süßen Knirpsen widmen, erzähl einmal was, denn die Geschichte dieses Gestüts, die ist definitiv besonders. Ja, also ich habe in Frankreich gelebt und hatte aber relativ viele Pferde hier bei Freunden auch in der Zucht und musste irgendwas in Deutschland finden. Und dann habe ich dieses traumhafte Gestüt gefunden, beziehungsweise war nur ein traumhaftes Haus hier. Ich wollte gerade sagen, viel Gestüt war noch nicht. Und ganz viel Platz. Und habe gedacht, oh, hier kann man was draus machen. Ist das alles in deinem Kopf? Jede Nacht hat sich das zusammengesetzt wie Puzzleteilchen oder wie ist das entstanden? Also wir wollten Stutenstall haben, einen Aufzugstall. Und ich habe gesagt, lass uns mal eine Reithalle machen, man weiß nie. Und dann hat er so einen tollen Architekten, Ferdinand Lewe, der hat so einen schönen Plan gemacht. Und es war alles einfach so perfekt und die Leute sind so nett hier und es funktioniert alles super. Und ich sagte, ich muss hierher. Hier ist einfach schöner als in Südfrankreich. Genau. Wer will schon nach Südfrankreich? Geht doch gar nicht. Jetzt stehen wir hier inmitten von Knirpsen, die sehr neugierig und zutraulich sind. Hier, Youngster. Züchten, anreiten, ausbilden bis Grand Prix Niveau. Das ist hier alles unter einem Dach. Ist diese ganzheitliche Philosophie, ist das typisch Brune? Ja, also ich möchte gern nicht die Kontrolle über alles haben, aber ich möchte immer wissen, wie geht's meinen Pferden und wie entwickeln sie sich, wie werden sie groß, was haben sie für einen Charakter. Wenn wir schon so wissen, beim von Anfang an und so, ne? Und jetzt totale Herzensangelegenheit, bin ich ziemlich sicher, das ist ein Vierjähriger von Spirit, stimmt das? Ja, das ist Shape of Love, das ist ein vierjähriger Hengst von Spirit und Biscaya. Biscaya ist eine Bordeaux-Stute. Biscaya ist hinter uns, steht da hinten und frisst gemütlich. Biscaya habe ich total gerne geritten, sie war total toll, sie war Vize-Bundes-Champion, dreijährig. Und dann Spirit und dann beide zu kombinieren, das war schon eine tolle Sache. Als er geboren ist, habe ich ihn aus der Stute rausgeholt, da war er dann pechschwarz und Hengst. Da dachte ich so, oh, wie toll. Und jetzt ist das so ein tolles, liebes, rittiges Pferd geworden. Und ich habe jeden Tag Spaß, ihn zu reiten. Also eins ist ganz klar, der kann seinen Vater nicht leugnen. Ich finde, der Kopf ist exakt Spirit. Spirit in Schwarz. Genau. Jetzt müssen wir natürlich, unbedingt dürfen wir auch über den Papa reden, denn der ist natürlich auch noch hier. Also das war, glaube ich, sehr schnell klar. Das ist für dich, das ist schon so das Pferd für den Durchbruch gewesen in der Dressur. Ja. Auf jeden Fall. Also ich habe ihn damals eigentlich nicht für mich gekauft. Ich hätte ihn eigentlich gekauft, um ihn weiterzuverkaufen. Mhm. Aber schon als ich mich draufgesetzt habe, habe ich gesagt, oh, das ist mein Pferd. Mhm. Und dann relativ schnell, innerhalb von einem Monat, klappte alles so wunderbar. Und dann habe ich nach 3 Wochen habe ich dann mal eine S geritten und alle haben gesagt, ja, S? Wieso? Der ist doch erst L platziert. Ich so, ja, aber der macht ja alles. Und dann waren wir auch platziert und dann habe ich dann ein internationales Turnier geritten und hat er auch sofort gewonnen und dann ging es nur noch bergauf. Das war sehr schön. Bis ganz oben in den großen Kader rein. Genau. Er ist jetzt 18 und topfit. Ja, der ist ganz schön fit. Also ich habe ihn ja mit 16 aus dem Sport zurückgezogen, weil eigentlich haben wir alles erreicht. Wir waren auf allen Turnieren, wir waren ja bis Doha auf Turnier. Und jetzt sind die Pferde auch so von der Qualität so extrem gut geworden. Da wollte ich ihm das nicht antun, dass ich ihn jetzt drücke, dass er es noch macht. Und wir haben aber total viel Spaß, das zu Hause. Mal Piaf, mal Passage, mal Einerwechsel. Und er hat auch richtig Spaß, wenn er dann die Grand Prix-Lektion gehen darf. Wenn er so nur Trabschritt Galopp gehen muss, das finde ich dann total langweilig. Ja, ist öde. Aber so auf der Rennbahn, das ist auch eine gute Angelegenheit, oder? Das mag er, ja, das mag er total. Jetzt haben wir einen schnellen Platzwechsel gemacht und ich glaube sagen zu dürfen, wir sind hier auf dem Lieblingsspielplatz von Bernadette Brune. Bernadette, wo sind wir und was macht ihr hier? Ja, liebe Kim, wir sind hier in der Anreithalle. Das ist eine Halle, wo wir versucht haben, keine Ecken zu haben, damit die jungen Pferde nicht in den Ecken stocken.
Und hier versuche ich den Pferden ein bisschen mit meinen Übungen, mit Spielzeug und so, ein bisschen diese Angst zu nehmen, Nervosität zu nehmen und dass sie lernen, mir zu vertrauen. Und jetzt erwarten wir ein Pferd, das ist hier noch gar nicht so zu Hause, ne? Das ist eine junge, dreijährige Stute, abstammt von Totilas. Und sie kennt diese Halle noch gar nicht. Also sie hat mal ein bisschen mit dem Spielzeug Kontakt gehabt, aber diese Halle kennt sie noch nicht. Also ich bin gespannt, wie sie reagiert. Wir auch. Bernadette, jetzt hast du erst mal alles gezeigt, ne? Ja. Und jetzt machst du gleich so ein paar Übungen. Jetzt muss ich mal blöd fragen, warum? Lässt die sich dann einfacher einreiten? Ja, die Pferde lernen, Angst zu managen. Sie lernen, mit der Angst klarzukommen und sie lernen, Balance zu bekommen. Und dadurch können sie den Reiter nachher viel besser verarbeiten, als wenn man jetzt sich einfach auf den Rücken setzt. Und das ist jetzt natürlich was zum Anreiten, aber diese Angst zu managen, das hast du toll gesagt, das ist auch für jedes Turnierpferd, was guckig durchs Viereck läuft. Ja, ich versuche den Pferden beizubringen, dass wenn sie vor irgendetwas Angst haben, dass sie dahin gehen. Deren normaler, natürlicher Sinn ist ja zu flüchten. Und ich versuche ihnen beizubringen, ey, guck mal, da ist was Spannendes, guck dir das mal an. Und dann hat man nicht diesen Spannungsmoment, wo der Reiter dann Druck machen muss, damit das Pferd dahin geht, sondern das Pferd von sich aus sagt, oh, ich muss mir das mal anschauen. Und da hast du, glaube ich, über die Jahre, du machst es schon viele, viele Jahre, so ein bisschen auch deinen ganz eigenen Weg gefunden. Ja, ich habe ein bisschen von vielen Menschen wie Monty Roberts, Pat Parelli, auch von Sigrid Schöppe, die Zirkuslektionen macht, gelernt und habe dann so meine eigenen Mix gemacht. Habe aber auch viel gelernt, indem ich den Pferden zugeschaut habe und auch in der Weide gesehen, wie sie miteinander agieren. Und das hat sehr viel geholfen. Super. Das hast du aber jetzt alles schon ein paar Mal mit ihr gemacht. Also dieses Klapperding kennt sie noch nicht. Das ist ja. Aber sie ist eigentlich so brav, weil ich diese Übung vorher gemacht habe. Und zwar sind das Übungen, wo man immer wieder das Gewicht verlagert, von der rechten Schulter auf die linke Schulter. Das ist genau das, was die in der Natur machen. Die Hengste, wenn die miteinander spielen, dann beißen die sich hier rein. Und der eine Hengst verlagert immer das Gewicht von dem anderen Hengst. Und das Ergebnis ist dann, dass der jüngere Hengst oder der, der nachgibt, der folgt dann dem anderen. Und er folgt ihm und er sagt, ja, ich mach, was du willst. Und genau das versuchen wir rauszubekommen, dass sie uns dann folgen, vertrauensvoll folgen und sagen, okay, du bist dir das Leittier und dir vertraue ich. Also du bist sozusagen jetzt der ältere Hengst gewesen? Genau. Oder die ältere Stute, das ist halt dann, wie die Herde aufgebaut ist. Aber die Pferde wenden, das ist ja auch das Prinzip vom Join-Up. Das Pferd wird immer wieder gewendet und verlagert immer wieder sein Gewicht und irgendwann folgen die einem. Und dieses Join-Up kann man halt auch auf ganz kleiner Basis machen. Man kann es im Schritt machen, man braucht nur immer wieder das Gewicht verlagern. Sag mal, wenn man euch so zuguckt, das ist ja durchaus auch eine sportliche Übung für dich, so ein Join-Up, ne? Ja, da muss ich ganz schön viel laufen. Apropos Laufen, Fitness, das ist was du, glaube ich, aus Überzeugung extrem viel machst, richtig? Ja, ich mache sehr viel Fitness. Einmal, weil ich Rückenprobleme habe, aber auch, weil es mir sehr viel bringt mit den Pferden und beim Reiten. Viel Balanceübung. Dürfen wir einmal zugucken? Gerne. Das machen wir gern. Bist du dir sicher? Ja. So, das ist ja ganz lustig hier so. Also eben noch in der Halle mit Pferd, jetzt hier Fitness ohne Pferd. Was machst du hier so? Das ist ganz entspannend auf jeden Fall. Ja, also wir machen sehr viel Balanceübungen, ne, um das nachzuahmen, was wir dann auf dem Pferd machen. Und versuchen einfach mal nur die Füße anzuheben und dann in der Balance zu bleiben. Wie du siehst, ist das gar nicht so einfach. Doch, das sieht jetzt nur gerade nicht. Ja, meiner ist auch platter. Und das arbeitet hier die ganze Core-Struktur, also die Bauchmuskeln und die ganz kleinen Filigranmuskeln, die man halt dann auch braucht beim Reiten. Also man muss sich ja immer ausbalancieren beim Reiten und schön Stabilität im Oberkörper haben. Und das hilft natürlich, wenn man auf so unstabilen Unterlagen arbeitet und man kriegt mehr Balance. Wenn ich roll, roll ich doch, was ich meine. Gut, siehst du?
Okay, und das macht ihr ja teilweise auch mit dem ganzen Team, ne? Ja, also das ganze Team hat Unterricht bei Imke Schlömer. Okay. Sie ist spezialisiert für Reiter, also macht Reitergymnastik und hilft auf dem Pferd. Cool. Und dann macht ihr die ganze Zeit hier Übungen, wahrscheinlich noch ein Buch auf dem Kopf. Das ist noch die leichteste Übung, die wir machen. Okay. Ach so, das aber ist die leichteste Übung. Wenn du willst, kann ich dir mal eine andere ordentliche Übung zeigen. Ja, die war zu leicht. Okay. Und zwar, du machst es ganz einfach. Du hältst den Ball mit beiden Händen. Meiner ist platter, also es ist prinzipiell schon mal schwieriger. Ah, nee, eigentlich ist der einfacher als der hier, aber ich kann dir auch keinen Mann geben. Nee, lass mal. Nee, ist schon okay. Ja? Und dann gehst du erst mit einem Knie und dann gehst du mit beiden Knien. Dann versuchst du dich erstmal so auszubalancieren. Und wenn du dann Balance hast, dann gehst du einfach in die Höhe. Ja, das finde ich klar. Das ist eine logische Angelegenheit. Das machen wir jetzt einfach mal. Mein Gott, mach mal sehen. Gibt's doch nicht. Okay. Jetzt mal ohne Witz, ey, komm, da gibt's doch einen Trick. Wie du siehst, es ist ganz schön wackelig. Ja. Ein Versuch. Aber spannend. Ein Versuch. Oh, brrr. Ja, meiner ist zu wild. Okay, das üben wir. Sag mal und mal Ablenk, da steht doch noch so ein Gerät. Ja, das ist eigentlich so mein Lieblingsgerät. Ich sitze mindestens einmal am Tag auf dem Fahrrad und mache so zwischen 20 Minuten und anderthalb Stunden entweder Tabata-Training, das ist immer auch so Intervalltraining, oder halt auch Endurance. Sehr vielseitiges körperliches Training. Hollari, gut ab. Sehr schön. Ich würde sagen, wir lassen dich noch ein bisschen strampeln. Wir von unserer Seite sagen Tschüss von Teil 1. Wir dürfen noch mal kommen zu Teil 2. Und dass wir hier sehr sportlich unterwegs sind, haben wir gesehen. Aber es geht auch um gesundes Essen einerseits. Und auf der anderen habe ich noch ganz viele neugierige Fragen. Also es wird noch mal, glaube ich, echt spannend in Teil 2. Ich sage Tschüss und ich gehe jetzt noch ein bisschen üben. Viel Spaß. Ich finde ja noch nicht mal den. Jetzt ist aber die Klinge noch aus, jetzt komm. Ich weiß nicht, wie du da aufsteigst. Wie steigt man denn da auf?